Penna! I have failed us both. I am no Dynast King. You must find another. One who might realize your ambitions. They are fulfilled beyond your knowing. The Kryst is sundered. Age of Stones complete. From the Undying Ones, the world is freed. You shall not tread this path alone. Together we go. Come. Sid, be eager to learn what has happened here. History begins anew. Alter, what the fuck? Was zum Teufel ist er jetzt? Unsterblicher. Ja gut, er wurde selber jetzt im Unsterblichen. Ja, Alter, einfach nur. Kranker Scheiß. Junge, 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 Junge. Ey, das hätte ich jetzt mal gar nicht erwartet. Überhaupt nicht. So, kann ich den jetzt überhaupt mit so... ganz normaler, weiß ich nicht, Hau-drauf-Taktik kaputt machen. Mega-Flair, ja gut, okay, das sieht nicht gut an. Okay, es ging aber. Ich habe mir Mega-Flair doch ein bisschen krasser vorgestellt. So, eine HP-Anzeige haben wir bei dem zwar nicht, aber ich bin mir sicher, wir ziehen ihn schon ordentlich was ab. Auch wenn er, liebe Vayne, zumindest was davon noch übrig ist, das nicht zugeben möchte. Oha, jetzt fangen seine Buffs an. Jetzt bufft er sich, alles klar. Ex tot. Und ich habe jetzt zaubert eine Dings. Was? Eieiei. Okay, alles klar. Seine magische Barriere ist wieder weg. Alles gut. Wir können ihn weiter angreifen. So, und er bufft sich weiter voll. Er hat schon Enna, er hat Courage. Mal gucken, was jetzt kommt. Desaster. Verpuffen, ja gut. Jetzt ist er, hat er wieder seine Immunphase, bis seine Ultra-Attacke wieder kommt, ne? Ja, ja, war ja wieder klar.
Oha, wir haben es wieder alle geblockt. Wir haben es alle wieder geblockt. Also ich weiß ja nicht, wie man die Scheiße blocken kann, aber wir haben es getan. Alter, aber er blockt auch die ganzen Sachen. Warte mal, muss ich jetzt irgendwas Bestimmtes machen? Anna, Courage. Was mache ich denn jetzt? Hebt die sich wieder von alleine auf oder muss ich was machen? Wenn ich das wüsste, ne? Das ist schwierig zu sagen. Moment mal eben. Schattenmagie. Haben wir überhaupt irgendwas, was irgendwas macht? Vertauscht Heil- und Schadenswirkung. Entzug. Nein, wird unsichtbar. Setzt auf 0. Also das wird natürlich nicht funktionieren. So, haben wir irgendwas Brauchbares dabei, was sich eventuell lohnen könnte? Ja, nein, Levitgarde, nee, das würde uns ja selber auch nur... Nein, nicht wirklich, nicht wirklich, nicht wirklich. Aber ich muss doch irgendwas machen können. Ich muss doch irgendwas machen können. Ich probiere einfach mal ganz kurz was aus, ja? Wenn ich zum Beispiel auf dem Feuer use. Okay. Also, physische Angriffe bringen gerade gar nichts, ja? Das heißt, ich muss hier gerade ein bisschen umdenken. Tobsucht? Na, nee, das macht Sinn, wenn der... Ja. Shit. Schmerzhaft ist sowas denn? Gar nicht schmerzhaft. Scheiße, hätte ich jetzt mal bessere Spells. Weil jetzt im Moment weiß ich sonst nicht, was ich gegen die machen soll. Da gibt es noch eine Möglichkeit. Die würde heißen Mystex benutzen. Aber dann habe ich keine Mana mehr. Das wäre noch viel fataler. Dann kann ich... Dann... Warte, Moment. Was habe ich so alles an Items dabei? Hi, Äther. Äther. Haskarsplitter, Sanktosplitter. Okay. Dann müssen wir das eben mal risken. Heilige Perforation. So. Heiligenlichter und dann Todesfraktur erstmal direkt hinterher. Dann wollen wir mal versuchen, ihn mit Mist aus der Reserve zu locken. Todesfraktur. Okay, Mist, das ist schon mal ganz gut. So. Hauptsache, wir hauen hier weiter Attacks raus. So, die Sache ist, weil jetzt hat wahrscheinlich gar keiner mehr gleich Mana nach dieser Myst-Kombo hier. So, und dann wäre das schon schön, wenn wir hier wenigstens ein bisschen Schaden anrichten würden in der Zeit, wo wir es gerade nutzen. Aber ich finde es gerade gut, dass wir gerade auch richtig starke Myst-Attacks hier kriegen. Also hauptsächlich eigentlich Level 3er. Also denk mal schon, dann macht das gleich am Ende schon ziemlich, ziemlich viel Schaden. Oh ja, sehr gut. Ist zwar jetzt nur ein Stellar Polaris, was wir da hinterher hauen, aber ist okay. So, mal gucken, bitte, was zu drücken. Ja, nochmal Stellar Polaris. Gibt's was Schöneres, aber egal. So, aber ob das für Vayne reichen wird, ich weiß ja nicht. Aber glücklicherweise kommt Fran auch schon wieder mit einem Fallrückzieher hinterher. Oh Gott. Faustbresche. Sehr gut. Oh ne, das ist nicht gut. Nein. Egal. Gucken wir mal, was am Ende für eine Ultimate rauskommt. Inferno. Was? Es reicht nur für ein billiges Inferno. Ich könnte kotzen. Null Schaden?
Null? You, are you kidding me? Okay, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. So. Okay. Ich muss auf jeden Fall mehr hier versorgen. So, hi Aether. Bekommt auch nochmal Pinello hier. So, dann habt ihr wenigstens was zum Heilen. Und ich muss nachdenken, was ich jetzt mache. So, ich baller mir wahrscheinlich auch so ein Hi-Aether rein. Ich bin auf sowas doch überhaupt nicht vorbereitet. Abgewehrt, ja, vielen Dank auch. Ich weiß nicht, wie ich Schaden machen soll bei denen. Oh, nein. Moment, es ist zwar total dumm wahrscheinlich, das überhaupt auszuprobieren, aber ich will gucken, ob er gegen irgendwas halt anfällig ist. So. Die Wirkung heilender Items wird umgekehrt. Warte mal. Ah, warte mal. Warte einmal. Also, es ist zwar wahr, dass das hier wahrscheinlich wenig Schaden machen wird. Warte. Stopp. Abgewehrt, so. Also nichts macht das, ne? Okay, habe ich mir gedacht. Aber. Aber. Und jetzt kommt das Aber. High Potion auf Unsterblicher. Was stand da gerade? Bitte, was? Ich hab's nicht mitgekriegt. Moment. Wenn er mir aus dem Bildschirm rausfliegt, kann ich halt wenig dagegen machen. Aber theoretisch müsste ein High Potion doch Schaden an dem machen. Hä, das hat doch Schaden. Ich verstehe nicht, ob das Schaden macht oder nicht. So, Moment. Unsterblicher High Potion. Halt den das jetzt oder halt den das nicht? Das ist doch lächerlich. Ich habe hier dieses komische Accessoire an und weiß nicht, was es jetzt tut. Es tut jetzt in dem Fall erstmal gar nichts. Okay, gut. Alles klar. Fuck einfach nur. Einfach nur fuck, 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 fuck. Und zwar nicht, weil ich glaube, dass ich hier verrecken kann. Die Sache ist, wir sind einfach nur mega stark. So, das heißt, wir sind... Lass uns von dem auf jeden Fall nicht leicht unterkriegen. Aber ich habe trotzdem Probleme gerade damit, an dem Schaden zu machen. Das ist mein kleines Problem gerade. Oh, warte mal. Wir führen wieder physischen Schaden zu. Yay. Danke, danke schön. Danke, lieber Boss. Danke. Das ist sehr, sehr geil. Ja, toll. Physische Angriffe verpuffen. Ja, du mich auch. Und dann kommt wieder so eine Gier. Oh, okay, ich glaube jetzt... Nein. Nein, 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 nein. Stopp. Retzi, alles wieder gut. Oh, oh, nichts ist gut. Heilung. Halt mich. Mann, wieso kann ich denn jetzt... Er kann mir das doch nicht antun, der Boss. Der kann mir das doch nicht jetzt antun, oder? Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll in solchen Momenten. Ich habe einfach nichts, was wirklich Schaden macht. Hä? Jetzt macht einfach nichts mehr Schaden, oder wie muss ich das verstehen? Also, warte, Moment. Habe ich gerade mitgekriegt, dass ich jetzt nichts mehr machen kann, um den Schaden zuzufügen? Also nicht mal mehr solche Zauber? Hauptsache, er hat 1 Million neue Attacken.
Oh shit. Aber wir machen theoretisch wieder Schaden an ihm. Würden hätte. So. Ist ja auch egal, mit wem wir jetzt hier rumlaufen. So, können wir auch aus der Perspektive einfach mal von Dings hier kämpfen. Nein, warte mal. Ne, doch, nicht theoretisch müsste Ashe einfach drauf gehen. Genau, sie hat ja automatisch hier alles. Perfor Sanctus. Ja! Can we fly? No fuel goes to the Glossair engines. Damn. Vaughn, you're in charge. I'm checking the engine room. Right. Fran, with me. Look! Bahamut's Glossair rings are stopping! Vaughn, as soon as the Strahl's rings move, you take off. Understood? You can fly her, Vaughn. Just do it like I told you. Don't worry. Pinello, watch for interference from Bahamut's Skystone. The Strahl's a fickle girl. You keep her working for us. I'll see what I can do. Bosh, look after Lhasa, will you? If House Solidor should crumble, the Empire would fail, and civil war would take us all. I understand. The Lord Lhasa is our last hope. Vaughn, the power's back. We can go. Right. Let's go. Grab onto something. Sir, it's the Strahl. She's left Bahamut. She's moving away. The Strahl. They made it. At last. The Bahamut has fallen. The final test is upon us. The judges shall rule us no more. Main cannon on the Alexander. This is Judge Magister Gavon. All quarters cease fire. I repeat, all units of the Arcadian army, hold your fire. The battle is over. As of this moment, we have signed a ceasefire with the Shelia Benargan Delmasca, the Royal Majesty. Attention, this is Lhasa Farinus Solidor. My brother Vayne has died with honor in battle. The Imperial fleet
is now under my command. Sir, your orders, sir. This is Ashelia Delmasca. The Lady Ash, thank the God you live. I confirm what Judge Magister Gabrant and Larsa Solidor have said here. Please stand down your attack. The war is over. Ivalice looks to the horizon. A new day has dawned. We are free. Bahamut! A message from the Alexander. Take it, sir. This is Judge Sargabath, captain of the Alexander, flagship of the 12th Damascan fleet of the Arcadian army. I address all ships in Rabanaster's airspace. The Bahamut must not be allowed to fall on the city of Rabanaster. We are preparing to ram her. Do not interfere. Madness. Should she fall, the paling will not hold, and all Rabanaster will be obliterated. All ships, concentrate your fire on the Alexander's remains once Bahamut is clear of the city. Hasty, aren't they? I think it's a little early to be throwing away our lives just yet. Balthier? Wait! Balthier, where are you? Oh, Vaan. Sounds like you made it out okay. The Strahl's a fine airship, eh? What does he think he's doing? Balthier! Marquis, stop that fool judge on the Alexander for me, would you? Just getting somewhere with these gloss air rings. Almost done. Don't want him ramming me before I fix them, do we? Balthier, do you understand exactly what it is you're doing? Princess, no need to worry. I hope you haven't forgotten my role in this little story. I'm the leading man. You know what they say about the leading man? He never dies. Let's fly! Fran, power to the gloss air rings. Fran? Everything around here. Listen to me, Balthier. Get out of Bahamut immediately. Please, Balthier. You mustn't die. Please, Balthier. Come back. I'd say you're in more of a supporting role. Fran, please. The Strahl's in your hands. You'd better take care of her, you hear? If there's one scratch on her when I get back... Roger that. We'll be waiting for you. Balthier! Hard to believe a year has passed so quickly. Rabanaster is finally back to the way it was, like when my parents were still alive. We've lost so much.
But I think it's important to put the past behind us and keep our eyes on the road ahead. Ash's coronation is next month. She grows farther and farther away from us, but I guess that's how it has to be. She is queen now, after all. I am looking forward to seeing you at the ceremony. You called, my lord. With you to Arcades to further the cause of peace in Ivalice. But still, I hope he comes back to Rabanaster and Ash soon. She has to keep up appearances now, so she would never say it, but I think she misses him. Lose Lhasa, and we lose the Empire. Protect him. I would entrust him to no other's care. I will keep him from harm. I promise you, for the Empire and for Dalmasca. Your words, Bumiris, brother. Sorry to leave you. Told you the most important part. Vaughn and I had been taking care of the straw, but it was stolen. We had just finished having her tuned up, too. Her back, there's not much we can do about it, is there? There's still plenty of time before the coronation, so Vaughn's going to pay the two of them a visit. You should see him. He can hardly wait. I'll be going too, of course. Every good sky pirate needs a partner, right? Ich würde mal ganz schwer sagen, Leute, Ende gut, alles gut, nicht wahr? Ich glaube, ganz genau so sieht es aus. Puh, krasser Scheiß einfach nur, was da in Final Fantasy XII einfach nur abging. So, und um die Story nochmal hundertprozentig zu verinnerlichen, habe ich mir auch vorgenommen, auf jeden Fall das Spiel noch einmal durchzuspielen und das einfach mal in kürzester Zeit, halt so einfach mal für mich selbst, um die Story noch einmal mal so nochmal anzugucken, weil das war eigentlich schon ziemlich, ziemlich viel Input, also ist einfach nur krass auf jeden Fall gewesen. So,
Und ich habe mir überlegt, oder ich habe auch schon währenddessen jetzt gerade überlegt, so, wie machen wir das denn am besten mit diesen optionalen Sachen? So, die Sache ist, wirklich gerade viel Lust auf die optionalen Sachen habe ich ehrlich gesagt gerade gar nicht so viel. So, aber wir haben jetzt aber auch diese guten Vorzüge, dass, bei Final Fantasy XII, ja, dieses Zodiac Age nochmal rauskommt, also das HD-Remaster im Prinzip von Final Fantasy XII. Und ja, ich habe mir gedacht, so, was ist eigentlich, wenn ich dieses noch einmal Let's Playen würde halt eben? Und ich da halt diese optionalen Sachen machen werde. Aber jetzt für mich offscreen schon mal, sage ich mal, mit diesem Spielstand noch ein bisschen, mich ein bisschen, ja, sagen wir mal, in Final Fantasy XII ein bisschen austobe. So, das kann ich dann offscreen machen, so, das muss ich nicht aufnehmen. Das heißt, ich kann mir da alles in Ruhe nochmal anschauen, was den optionalen Bossen angeht, und könnte dann im Zodiac Age Let's Play, ja, das Ganze dann einfach mal mit mehr Fachwissen, sage ich mal, angehen. Und ich glaube, das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Das würde aber natürlich erstmal voraussetzen, dass ich eine PlayStation 4 habe und dann auch ein Gerät, sage ich mal, eine Capture Card, sage ich mal, die dann auch in der Lage ist, zum Beispiel auch meine PlayStation 4 aufzunehmen. Genau so sieht es aus. So. Ich muss mir da wirklich was überlegen, aber an sich muss ich sagen, Final Fantasy XII war wirklich ein tolles Spiel und echt mal interessant. Und allein von den visuellen Effekten her ist es einfach nur wirklich mega krass gut umgesetzt. Meine Fresse, also wirklich jetzt mal rein von der Inszenierung, also fantastisch einfach nur wirklich. Gut. Mir fallen an diesem Punkt ja auch gar nicht so viele Sachen ein, sag ich mal, die ich gerade auch noch wirklich dazu sagen kann. Es freut mich wirklich, sag ich mal, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgefiebert habt bei einem Let's Play. Die Sache ist, das Let's Play läuft mittlerweile schon seit 1,5 Jahren. Und ja, wenn ich das nächste Mal, sag ich mal, wenn ich das HD Remaster anfangen sollte zu Let's Playen, ich kann noch nicht sagen, wann das ist, aber ich werde es wahrscheinlich tun. Aber da müsste ich mir halt, wie gesagt, die paar Sachen besorgen, die PS4 und die HD Remaster Version des Spiels. Und ja, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, bis ich das anfangen werde, aber ich denke mal, hier wirklich mit diesem Part werde ich das Final Fantasy XII Let's Play erstmal beenden. Das ist für manche wahrscheinlich ein bisschen schade, denke ich mal, die optionalen Sachen sehen wollten. Aber ja, so wie ich es halt eben gerade gesagt habe, so werde ich es wahrscheinlich machen. Und ja, nach diesem Part werde ich natürlich erstmal ziemlich viel schneiden müssen, da die Videosequenzen alle so eine Flackern haben, und ich will das halt so machen, dass ich die ganzen Sachen noch jetzt gleich nochmal neu aufnehme, damit das halt nicht so ist für euch. gut. Ich würde mal sagen, Leute, an dieser Stelle, ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Shartox. Ciao.